Ich habe den Versuch gemacht, diese Partei auf einen bürgerlich-konservativen Kurs zu bringen. Und ich bin darin gescheitert. Okay. Und als ich gesehen habe, ich bin darin gescheitert, und das kriege ich auch nicht mehr repariert, da bin ich gegangen. Nochmal, Sie haben ich habe es länger als andere versucht. Ja. Und in drei Herbertsnamen, dann möge man es mir vorwerfen. Nee, also in Ordnung. Ich, ja? Frau aber Lindner zuckt schon die ganze Zeit. Sie dürfen auch sofort, Frau Lindner, weil Sie sich sehr intensiv auch mit der AfD immer wieder beschäftigt haben. Trotzdem eine Frage noch. Es war interessant, Sie sagten gerade beharrlich, was eine sehr positiv konnotierte Charaktereigenschaft ist. Und ich habe es länger als andere ausgehalten. Mhm. Es war ein Aushalten. Sie können nicht in dem Zusammenhang mit Höcke denn sozusagen das Bild vermitteln eines Märtyrers, der es an der Seite von Herrn Höcke ausgehalten hat. Das Nein. funktioniert nicht. Sie hätten damals austreten können. Sie hätten sagen können, Moment. Pass auf, den Knall kriegst du jetzt. Das mache ich nicht mehr mit. Das halte ich eben gerade nicht mehr aus. Ich trete als Bundesvorsitzender zurück, weil ich einen durchgeknallten Landesvorsitzenden habe. Herr Lanz, ich bitte Sie. Es ist ja nicht nur ein durchgeknallter Landesvorsitzender.